Ja, sehr geehrter Herr Marx, sehr geehrte Herren Innenminister, wir haben ja zwei unter uns, lieber Ralf Jäger, lieber Boris Pistorius, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie sich als Veranstaltungsort Bielefeld ausgesucht haben. Ich glaube, da haben Sie als Verband eine gute Wahl getätigt, Herr Marx, aus zwei Gründen. Erstens, Bielefeld ist eine der sichersten Städte in der Bundesrepublik Deutschland. Und zweitens, Bielefeld ist eine der schönsten Städte der Bundesrepublik Deutschland. Wie komme ich zu diesen Aussagen? Die erste Aussage der Sicherheit, meine Damen und Herren, wird belegt durch Statistiken. Die zweite Aussage durch mein Zeugnis als Oberbürgermeister dieser Stadt. Sie mögen entscheiden, was für Sie jetzt das Glaubhaftere ist. Jedenfalls haben wir alles getan, um Ihnen den Aufenthalt hier auch angenehm zu machen. Gestern haben wir schon die Sonne bestellt. Ich habe gehört, in Süddeutschland hat sie nicht geschienen. Für Sie hat sie schon mal in Bielefeld geschienen. Ich hoffe, Sie haben während des Kongresses auch die Möglichkeit, die ein oder andere Attraktivität unserer Stadt noch kennenzulernen. Sie ist keine Kleinstadt, Herr Marx. Da muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen. Das wissen Sie auch viel besser. Aber wir sind eine Stadt mit den urbanen Angeboten einer Großstadt und der Übersichtlichkeit und der Sicherheit einer Kleinstadt. Und genau diese Kombination ist es, die den Reiz unserer Stadt ausmacht. Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit, ein bisschen zu schnuppern, das kennenzulernen und auch zu erfahren. Mehr Prävention, weniger Opfer. Der Innenminister hat es gerade schon ausgeführt. Prävention ist der beste Opferschutz. Und es ist sicherlich genauso wichtig, die Opferperspektive zu betrachten, zu verfolgen, wie auch die Täterperspektive auf die Tagesordnung zu rufen. In der Vergangenheit ist es, glaube ich, jedenfalls nach meinem Eindruck so gewesen, dass die Täterperspektive in der Öffentlichkeit ein größeres Gewicht eingenommen hat. In öffentlichen Diskussionen spielte dann mehr eine Rolle, wer war es und wie viele Jahre kriegt er dafür, als die Frage, wie geht es eigentlich dem Opfer? Wie kann das Opfer damit umgehen und damit klarkommen? Wir haben in Bielefeld vor einem Monat genau das 10-jährige Jubiläum des Netzwerkes Opferhilfe gefeiert, begangen. Wir versuchen das Thema am 22. März eines jeden Jahres, das ist der Tag des Kriminalitätsopfers, mit allen relevanten Akteuren vor Ort der Bevölkerung vorzustellen und eben auch in das Bewusstsein zu rücken. Dieses Netzwerk umfasst in unserer Stadt inzwischen 18 Organisatoren und hält ein sehr breites, aber auch ein sehr individuell ausgerichtetes Angebot an Unterstützung für die Opfer und auch für ihre Angehörigen, ihre Familien vor. Dieses Netzwerk Opferhilfe, meine Damen und Herren, ist ein Beispiel für präventive Aktivitäten in unserer Stadt. Herr Marx hat gerade schon darauf hingewiesen, wir sind seit 18 Jahren, solange es Ihren Verbandstag gibt, seit 18 Jahren gehen wir einen gemeinsamen Weg der Prävention mit unseren Partnern. Das ist einerseits die Polizei in Bielefeld und andererseits die Universität. Herausgekommen ist dabei ein sehr großes, ein sehr erfolgreiches, heute ein selbstverständliches Netzwerk in unserer Stadt, der Sozial- und Kriminalpräventive Rat der Stadt Bielefeld, kurz SKPR. Das Erfolgsrezept des SKPR fußt möglicherweise auf zwei Entscheidungen und zwei Merkmalen, die bei der Gründung vorgenommen worden sind. Das eine war die Beteiligung der Universität Bielefeld. Es war vor 18 Jahren eben gar keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich im polizei- oder ordnungsrechtlichen Bereich bewegt, auch die Universität mit ihrem sozialarbeiterischen Ansatz, so will ich es jetzt mal verkürzt und pointiert auf den Punkt bringen, auch die Universität mitzunehmen und einzubeziehen. Aber durch die Mitwirkung der Universität wurde der Wirkungskreis eben um einen wesentlichen Ansatz erweitert, die soziale Komponente.
Heute klingt Ihnen das alles ganz selbstverständlich, war es aber vor 18 Jahren nicht. Und die Gründungsväter und Gründungsmütter unseres SKPR berichten mir heute, häufig heute im Turm, im Ton etwas Witziges zu sagen, etwas Amüsantes zu berichten darüber, wie die ersten Begegnungen zwischen Polizisten in Uniform und den Sozialarbeitern aus der Universität gelaufen sind. Man sprach zunächst auch unterschiedliche Worte und Sprachen. Man musste sich erst kennenlernen. Heute, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, ist es ein schon tradiertes Miteinander, ein selbstverständliches Miteinander geworden. Und das Zweite, die zweite Grundsatzentscheidung bei der Gründung damals war, dass von Anfang an Wert darauf gelegt wurde, dass im Lenkungskreis dieses SKPR die Chefetage der Träger vertreten ist. Also der Polizeipräsident, heute in Bielefeld die Polizeipräsidentin Dr. Katharina Gehre, der Oberbürgermeister, also jetzt ich, und natürlich aus der Universität ein hervorragender Wissenschaftler, zurzeit ist das Professor Ziegler. Es war sehr wichtig, dass die Chefetage drin ist, weil man dadurch auch im interdisziplinären Miteinander den Durchgriff über die jeweiligen Behördenstrukturen sichergestellt hatte. Wenn wir drei uns im Lenkungskreis einig sind, dann wird auch nicht mehr lange in unseren Einrichtungen diskutiert. Selbst wenn diskutiert wird, wird trotzdem das gemacht, was verabredet wurde. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatz, der den Erfolg des SKPR in unserer Stadt mit ausgemacht hat. Der SKPR hat in Bielefeld unglaublich viele Projekte auf den Weg gebracht. Ich will nur zwei kurz erwähnen. Das Bielefelder Interventionsprojekt gegen Gewalt von Männern in Beziehungen und das andere den Arbeitskreis Graffiti. Das Interventionsprojekt gegen Gewalt von Männern in Beziehungen umfasst heute 8 Bausteine. Es fängt an beim polizeilichen Erstkontakt und es reicht bis zur gesundheitlichen Versorgung der Opfer. Alles ist miteinander verknüpft und miteinander verschachtelt und die Kommunikation der unterschiedlichen Akteure ist sichergestellt. Aus der AG Graffiti wurde 2001 der Verein Stadt klar. Hier reinigen Langzeitarbeitslose unter Anleitung eines Malermeisters jährlich zwischen 6.000 und 9.000 Quadratmeter städtische Gebäude und Flächen. Und der Verein führt alle 2 Jahre ein bundesweites Graffiti-Fachforum durch, bietet für die Meisterkurse der Maler- und Lackiererinnung Fortbildungsveranstaltungen an und vermittelt Flächen und Gebäude für legale Graffiti-Projekte. Ich könnte Ihnen jetzt noch viele weitere Projekte aus den Bereichen Gewaltprävention, Gewalt im Sport, Suchtprävention und so weiter und so weiter ausführen, aber das würde den Rahmen heute Morgen sprengen. Eins will ich Ihnen versichern, all die Projekte und die Erfolge dieser Projekte basieren auf einem großen Netzwerk und eben gerade der vertrauensvollen Zusammenarbeit der so unterschiedlichen Akteure. Aber nichts ist so gut, als dass es nicht noch verbessert werden könnte. Und es gehört auch zur Wahrheit, dass uns Mittel fehlen. Insbesondere fehlen uns Mittel, die durchgeführten Projekte auch korrekt evaluieren zu können, was wichtig ist. Daher ist der Austausch im Rahmen auch dieses Deutschen Präventionstages, daher ist der Austausch auch im Rahmen anderer Veranstaltungen, aber auch die Anwendung bereits evaluierter Projekte von außerordentlicher Bedeutung für die Fortsetzung unserer Arbeit vor Ort. Und eine zweite Aufgabe, vor der wir stehen, das ist möglicherweise ein Spezifikum in unserer Stadt, aber es mag auch woanders zutreffen. Wir müssen auch den Generationenwechsel managen. Nach 18 Jahren geht die Gründergeneration des SKPR bei uns in den nächsten Jahren und der Übergang, auch der Wissenstransfer, muss gewährleistet werden, sonst geht da viel verloren. Sie sehen, meine Damen und Herren, und das sollten jetzt nur wenige Stichworte sein, die Arbeit geht vor Ort nicht aus. Wir haben noch viel zu tun, wir müssen die Ärmel hochkrempeln, getragen von der Einschätzung, dass Prävention der beste Opferschutz ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dem Deutschen Präventionstag einen erfolgreichen Verlauf
und genießen Sie Ihren Aufenthalt in unserer schönen, großen Stadt. Herzlichen Dank.